Fällt mir ein, was der Bruno Württemberger mal gesagt hat. Der hat gesagt, egal wie weit wir alles verfolgen wollen, am Schluss sind wir im Paradies. Und im Paradies war es so, dass Gott gefragt hat, wo ist der Apfel? Und Adam hat auf Eva gezeigt und hat gesagt, sie war's. Und Eva hat auf die Schlange gezeigt und hat sie war's. Und die Schlange hat keine Finger und deswegen ist sie schuld seitdem. Aber das hat uns aus diesem Täter-Opfer-Spiel nicht rausgebracht und letztendlich hat es uns aus dem Paradies geschleudert. Wir könnten einfach hergehen und sagen, Mensch, der Apfel war so schön. Der Apfel war so toll. Er war so vollkommen und ich konnte nicht widerstehen. Ich war's. Ich habe ihn gefressen. Ja. Und gut war er. Aber ich sehe es ein, ich hätte es nicht machen sollen. Also sag mir, wie kann ich deinen Garten pflegen? Wie kann ich es gut machen? Wie kann ich erkenntlich zeigen, dass ich es jetzt begriffen habe? Und ich denke, das ist die Schwelle, an der wir stehen, wo wir sagen müssen, nicht der war es oder die waren es oder jene waren es, sondern sagen, ich war es. Ja. Und was kann ich jetzt tun, um es zu reparieren und zu zeigen, ich habe es begriffen.